Das ist so. Mein Vater war freiberuflicher Architekt und hatte in den 20er Jahren, glaube ich, für ihn beruflich beste Zeit. Da war er mit einem künstlerisch hochbegabten jüdischen Innenarchitekt in einem Büro, nicht in einem richtigen Kollektiv oder Team, wie man heute sagt, verbunden. Und die haben sehr viele schöne Sachen gebaut, im Berliner Westen vor allen Dingen. Und wie gesagt, schon der Fachkollege, den er in dem berühmten, wie ich heute weiß, berühmten Baugeschäft Breslauer und Salinger, das findet man heute noch im Internet drin. Das war eine jüdische Firma, die hatten sehr hochzahlungskräftiges Klientel in Berlin-Dahlem vor allen Dingen. Und da haben auch die Architekten aus vollen Zügen bauen können und haben in Fassaden geschwelgt und in Freitreppen und in was weiß ich, also in Schönheiten. Und da haben sie sicher auch ganz gut Geld verdient. Und dieser Kollege da, der Freund auch der Familie, der hat aber schon gleich zu Beginn der Nazi-Zeit das Land verlassen, hat sich bei Meran angesiedelt. Als Vierjähriger habe ich das erste Mal dann mit meinen Eltern eine Autoreise machen dürfen mit einem wunderschönen Cabrio Steyr Daimler und Porsche-Konstruktion übrigens, wie ich weiß. Und das ging, da haben wir den im Iran besucht und die Eltern haben natürlich da ihre Geheimgespräche geführt, aber ich wusste noch, dass die einen wunderschönen Buddelplatz da hatten. Meinen ersten Politunterricht erhielt ich schätzungsweise 1938 unter der Tischdecke unseres zentralen Raumes, Speisezimmer, sagte man früher. Oben saßen die Erwachsenen, dachten, ich wäre längst im Bett, war aber nicht. Man musste doch mal mit rauskriegen, was die da so treiben abends, wo man nicht dabei sein sollte. Und was machten sie? Sie sprachen auch sorgenvoll darüber, was wohl dieses NS-Regime noch bringen wird. Das war also ein Gesprächskreis, der also bestimmt sehr großer Skepsis den Nazis gegenüberstand, aber ja nicht übersehen konnte, dass sie einen Erfolg nach dem anderen einfuhren. Aber diese Runde, die ich dort belauschte, die war eben voller Skepsis. Andererseits waren Soldaten des Ersten Weltkriegs, die also auch wieder heraufziehende Kriegsgefahr fürchteten. Und ich weiß nur, dass mein Vater immer wieder sagt, lest doch das Buch.